Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei der Verteidigung von Tor Anrock in Total War Warhammer 2 mit Alariel, der Immerkönigin. Hier kommt wieder meine riesige Armee Chaos-Barbaren an und die will's wissen. Ich will's eigentlich auch wissen, vor allem was die hier zu suchen haben, aber das werden sie uns höchstwahrscheinlich nicht so ohne weiteres verraten. Wir packen jetzt hier mal weiße Löwen hoch. Eine Einheit hier, eine Einheit da. Ich möchte mal einfach mal was ausprobieren. Da eine Einheit hin ins Zentrum. Die hier lassen wir mal. Das ist diese zusätzliche weiße Löweneinheit. Weitere Sachen, wie zum Beispiel einen Rambock, haben die, glaube ich, nicht, oder? Scheint nicht der Fall zu sein. Aber wir können definitiv nicht auf Nummer. Also wir können uns das nicht erlauben, einfach zu glauben, dass da nichts ist. Ja, wir haben noch einen Tyrannok-Streitwagen. Wisst ihr was? Mit den Streitwagen machen wir hier einen Ausfall. Das ist unsere Nummer 1. Dann machen wir etwas, was man normalerweise selten tut. Wir fallen einfach aus. So, ich stelle noch ein paar Leute hier hin. Die stelle ich tatsächlich dahin. Ihn dahin. Die Silberhelme tue ich dahin. Nur für den Fall, dass da ein Angriff stattfindet, also durch das Tor. Die kommen noch hier hin. Hier habe ich sogar noch mal ein paar Fernkämpfer. Was, dann tun wir die halt dahin. Soll mir recht sein. Und damit geht's los. Und raus mit euch. Voll daneben geschossen. Was sind das hier? Chaos-Barbarenreiter Hufbeile. Ich habe vor, die jetzt hier richtig hart zu chargen. Diese blöden Köter. Prozent, 22%. Ui! Geil! Einfach rumfahren und sich wohlfühlen, ne? Tja, der flieht jetzt schon. Da können wir eigentlich auch reinrollen. Hui! Roms! Ja, wir halten die jetzt hier gerade eben wunderbar. Versuche ich mal auch in die Reihen zu chargen mit denen hier. Druck aufzubauen. Boah, wie die überfahren werden und schon keinen Bock mehr haben. Tja, deswegen mag ich die Streitwagen nicht so sehr. Die bleiben hängen, ne? Und gehen dann halt drauf. Jetzt hier noch um zu überfahren, aber allein das hat schon dazu geführt, dass jetzt hier draußen eigentlich schon einige der Gegner draufgegangen sind. Uiuiui. Aber wenn sie mal in was reinrauschen, dann tut's echt derbe weh. Also richtig derbe, wie man sieht. Oder kommt dann auch der Beschuss dazu? Wobei, der Streitwagen, der hat es auch gleich hinter sich. Aber das hat auf jeden Fall gereicht, dass wir uns hier eine Vorteilssituation herausgespielt haben. Die hier fliehen, die werden auch bald fliehen. Die Schlacht ist eigentlich schon vorbei. Das Tor wird nicht angegriffen, zumindest noch nicht. Gehen wir davor. Streitwagen stellen wir mal dahin. Diese Einheit ist gebrochen. Ich habe nicht vor, sie entkommen zu lassen. Schicken wir die auch mal hier rüber, ne? Irgendwo hat es hier noch Einheiten, auf die geschossen werden von uns.
Man muss halt immer schön nach hinten gucken, ne? Nicht, dass dann plötzlich irgendjemand hier den Ninja-Cap durchführt. Oder hier versucht, sich reinzurassen. So wie das jetzt hier gerade eben, so wie es aussieht, hier passieren soll. Freche Aktion. Komm, schießt. Na? Ich schick die jetzt hier gerade eben mal ein bisschen weg, ne? Ach ne, jetzt steht der da rum. Witzigerweise. Ne, die fliehen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Jetzt frage ich mich, ob dieser Streitwagen eigentlich auch an diesem dicken Vieh Schaden machen kann. Man, eigentlich müsste er es. Gucken wir es uns mal an. Aussehen sieht er, tut er krass, ne? Gucken wir mal die Lebenspunkte von dem dicken Mammut an. 12.000. Wobei ich so langsam auf sicher bezweifle, ob ich es noch schaffe, an das ranzukommen. Geschwindigkeit 65 und das Vieh hat... Ja, wir sind eigentlich schneller. Eigentlich müssen wir es schaffen. Die Frage ist bloß, ob wir es in der Zeit schaffen. Bis das dicke Ding da hinten das die Grenze erreicht. Er kam ja überraschend gut jetzt hier durch den Wald. Unsere Streitwägen nicht so gut. Nee, das werden wir nicht mehr erleben. Das schaffen die nicht. Ärgerlich. Okay, egal. Das ist geritzt. Damit wurde Thornrock ebenfalls verteidigt. Mit dem Einsatz von Streitwägen, die man auch wunderbar zum Rausschicken schicken kann. Also zum Rausgehen schicken kann. So rum. Und hier ist eigentlich nichts wirklich übrig geblieben. Lächerlich kleine Armee. Komplett alles zusammengeballert. Ja, töten. Gibt Erfahrung. Der kann jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen und sich langweilen. Aber ansonsten kann er nicht mehr viel tun. Und die Kriegerschar der Schlange interessiert mich gar nicht, weil die sind nicht mal bei uns. Rebellion. Ja, ja, wir wissen es. Klar, Caront. Also ich werde jetzt erstmal den Daldrax-Bau sichern. Einfach weil es sicherer. Ich denke, das ist ein nachvollziehbarer Grund. Und jetzt werden wir Grond einnehmen. Und ich rechne nicht damit, dass es ein Problem geben wird. Es würde mich wundern, sagen wir es mal so. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es würde mich stark wundern, wenn das jetzt hier zu einem Problem wird. Dranak heißt sie. Ihre Eltern müssen sie geliebt haben für diesen liebevollen Namen. Wahrscheinlich ist das irgendwie elfisch und heißt sowas wie Tod den Hochelfen oder sowas in der Art. Ah, das ist aber wenig. Okay. It can get worse. Fuck. Der Moment, wo du dir gewünscht hättest, es nicht getan zu haben. Und wieder einmal machen wir das. Was wir immer gemacht haben. Wir versuchen die Weltherrschaft. Ach nee, das war was anderes. Wir gehen da noch hin. Mit Nummer 3. Geht nicht anders. Drache hier, sie da. Heißer, heißer, hopsasa. Ready and go. Erstmal mit allem ran. Den Drachen kann ich eigentlich auch gleich schon mal ranführen, damit er gleich auch schon mal sein Feuer spucken kann. Was ist denn das Schönes? Die Zauberin. Und wer ist das hier? Die Todeshexe, Nahkampfspezialistin.
Ich gucke, dass ich mit dem Drachen jetzt erstmal hier reinkomme. Dann holz ich da mal auf diese schwarze Garde drauf. Und dann sehen wir weiter. So, ist er drin? Er ist drin. Uiuiuiuiui. Da hinten ist ein Drache. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Schade, du musst trotzdem überraschend nah ran. Ich versuche es mal hier, diesen Zauber hier richtig fett ranzusetzen. Sie hat einfach aufgehört. Jetzt macht sie ihn. Natürlich, man hat manchmal echt das Gefühl, das Ding weicht absichtlich den Zielen aus. Wisst ihr? Deswegen mag ich diese Zauber nicht. Guck mal, tanzt da, als ob er an ihn abprallen würde. Ist doch doof. Okay, ich sollte mal was tun. Die Mädels kassieren zu hart. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, warum die alle auf derselben Stelle stehen. Dinge, mit denen ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte, dass mir so ein Quatsch passiert. Ja, wir fegen die jetzt hier trotzdem runter. Das ist nicht das Thema. Komm, schon mal schneller. Bis dahin sind die hochgerannt, wisst ihr? Nee, das ist einfach nur lächerlich. Ein bisschen habe ich hier noch was gehittet. Warum will ich sie jetzt stürmen? Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das Tor offen. Ich kann von den Dicken herein. Ganz stumpf. Also die sammeln sich hier oben gerade eben konzentriert da. So, sie hat keinen Bock mehr. Kann man ja nicht mal verübeln. Und mir ist wichtig, dass halt ein paar von denen hier noch ein paar Lebenspunkte zurückbekommen. Und das funktioniert auch ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Viele hatten wir nicht verloren. Wie viele sind das überhaupt? Ich habe keinen Überblick. Keinen Überblick. Hol mal erstmal meine ganzen Flieger halt hierher. Ich könnte jetzt nochmal mit dem Drachen hier nochmal irgendwie hier drauf niesen. Mal gucken, wo ich am meisten Schaden machen könnte. Ja, hier tendenziell. Oder? Es ist so schwer zu sagen, die kassieren ja gerade so hart. Korsaren. Komm, die greifen an. Das ist nun mal so eine Todeshexe, die können wir auch angreifen. Dafür haben wir auch so einen Nahkampfspezialisten. Oh, die rennen schon weg. Boah, ich glaube, wir haben hier aufgeräumt. So ein bisschen. Ah, aber die können hier noch reinballern. Killen wir den Drachen. Und dann ist es vorbei. Und dann gehört uns die Stadt.
Und die müssen sie uns erstmal wieder wegnehmen. Und mit dem marschieren wir jetzt hier ein. Kann der schon wieder niesen? Er kann niesen. Dann sollen wir doch auch mal niesen. Eieiei. Oh, jetzt hat er ein Problem. Und... Hui. Ich glaube, wir bekommen auch den Schaden auch, könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wer tankt denn den Schaden eigentlich? Ich glaube, das ist der Drache, ne? Jetzt hau ich alles raus, was ich noch hab, ne? Und vorbei. Das war zu viel für sie. Einfach mal total die Magie eskalieren lassen, ne? Aber unterm Schnitt haben wir echt nicht viel verloren. 55. Das sah am Anfang echt ein bisschen viel aus, aber es waren nur Lebenspunkte. So. Das ist jetzt Grond gewesen, glaube ich, ne? Darkness is kept at bay. Ist auch eine ziemlich gut ausgebaute Stadt. Schick, schick, schick. Ja, die haben hier schon quasi jetzt die Goldmine. Und da haben wir das, den uralten Wegstein. Das ist das, was wir wollen. Das hier brauchen wir nicht. Schwertmeister wären zwar cool, aber brauchen wir hier schlicht und ergreifend nicht. Und wie nett, dass sie das hier schon gemacht haben. Große Arena kann jetzt eine Mauer bekommen und damit ist unser Geld schon wieder weg. Wie sieht es jetzt hier schon wieder aus? Immer noch 28%, ich fasse es nicht. Er hat jetzt ein Level Up, bekommt ihn nochmal schwer zu treffen. Und sie muss das hier immer noch hier quasi wieder aufbauen, alles, ne? Da haben wir es nicht zu beneiden. Princess of Althwan. Und dann müssen wir diesen ganzen Quatsch hier wieder zurückerobern oder zumindest hoffen, dass das jetzt irgendwie. Was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Dinge sind passiert. Der Schrein des Kane ist zerstört. Durch wen? Das ist eine wichtige Frage. Wer war das? Wer auch immer das war, ich sehe die Armee nicht. Oder explodiert der einfach irgendwann von alleine, wenn man zu lange das Schwert des Kane mit sich rumträgt und sagt, hey, guck mal, ich habe ein tolles Messerchen. Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass dann der Schrein des Kane explodiert. Was macht er jetzt hier? Ja, er holt sich jetzt hier halt eins nach dem anderen wieder. Das da unten im Süden kann mir egal sein. Er kann auch momentan noch Forts Amboss haben, obwohl ich Forts Amboss sehr gerne wieder hätte. Weil 10% weniger für seine Truppen zahlen ist cool. Aber ich habe halt die wichtigen Städte jetzt hier. Drei Stück einmal aneinander gereiht. Wer kommt denn da an? Da kommt eine Khemri-Armee an. Der belagert mich schon wieder. Adel verpflichtet. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Nee, ich brauche eigentlich mal wieder Zeug. Ja, komm. Ein gegnerisches Ritual fehlgeschlagen. Ach, wie süß. Und in einer Runde haben wir unseres erfolgreich geschafft. In Nagarite haben wir bald eine Rebellion. Komm, geh doch einfach nach Hause, Junge. So. Kann ich das jetzt endlich ausbauen? Für satte 3000. Genauso wie das hier. Bauen. 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 Die sind jetzt auch fertig. Wir gehen mal schnell nach Immerschiefe.
Eigentlich würde ich gerne mal so eine Armee hier lassen, aber mir fällt auch gerade eben auf, dass mir hier... Ich kann hier tatsächlich keine mehr bauen, keine Dingens mehr. Ich habe meinen einzigen Ort dadurch verloren gehabt, wo ich Schwestern von Avalon bauen kann. Der war genau hier. Krasse Scheiße. Princess of Althwan. Taking up residence. Ach, die waren das. Chieftain of the Deep Forest. Alles klar. Tor Dranil sollte definitiv jetzt hier endlich mal eine Mauer bekommen, bevor hier schon wieder was Schlimmes passiert. Ich verzichte auf die Giftlichtung. I hear the Widowmaker. Ja, auf jeden Fall. Grond ist unser. Nächste Runde umso mehr. Hier kann ich momentan nicht angreifen. Die große Arena ist leider gerade angreifbar. Was haben die? Die können die Mauer nicht sofort angreifen. Aber die könnten die große Arena sofort angreifen. Deswegen gehe ich dahin. Die lauern nämlich jetzt hier auf bei Hargarnet. Alariel the Radiant. Ja, ich werde die Giftlichtung jetzt definitiv nicht reparieren. Wachstum. Ja, und dass es hier zu einer Rebellion kommt, kann ich nicht vermeiden, aber ich kann Truppen hochschicken. So, nimmst jetzt endlich den hier wieder Elysia weg. Hast du. Sehr gut. Boah, was hier noch rumläuft von denen. Finde ich einfach nur heftig. Jetzt gucken wir mal, was die tun. Die sind immer noch quasi uns 3:1 an Kampfkraft überlegen, die Dunkelelfen. Tja, hier passiert anscheinend nichts mehr. Ich würde so gerne, wie heißt es nochmal, den nördlichen Teil von Ultuan, Nagarythe, die Hauptstadt, den Namen vergessen. Die würde ich endlich mal gerne mal auf höchster Stufe sehen. I bid you welcome. What do you wish to discuss? Was will denn der schon wieder? Nein! Jemand in der Krieg? Khemri. Nein. Ich will keinen Stress mit Khemri. Khemri wird mich hassen, wenn ich das tue. Und die belagern uns jetzt hier. Oh ja. Bel Cordadris, the Scholar King. His knowledge bequeathed to those who searched. Including where the third shard lay. And how to slay the worm that hoarded it. Be gone! Servant of Chaos! Strike, Gallifreyus! Time is against us. There are others that perform their own rituals of dominance over the Vortex. Ja, das merken wir schon, aber wir sind ja schon dabei, das so mehr oder weniger einzuschränken, insbesondere bei den Dunkelelfen. Die Skaven werden allerdings ein immer größeres Ärgernis. Ich möchte hier noch mehr Einfluss haben. Die Scalinger wurden vernichtet. Klar, Charon wird belagert, das haben wir gesehen. Wir haben jetzt die schwere Itilmar-Rüstung, das heißt, unsere Schwertmeisterung sind besser. Unser Ritual wurde abgeschlossen. Und wir arbeiten uns so langsam aber sicher zum nächsten Ritual vor. Könnte noch eine Weile dauern. Bei so einer Magierin hätte ich halt gerne einen Riesenadler, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kriegen wir wohl nicht. Apotheose. Boah. Was wollen wir jetzt forschen? Gipfel der Zivilisation, weniger Bauzeit für Unterhaltungsgebäude, Hofgebäude und Botschaften der Hochelfen. Oder klingender Sternmetall. Sternmetall, das heißt auch eigentlich Sternmetall. Mehr Nahkampf für die alle. Defender of the Asir. On my way. Genau, Tor an Leck hier.
Toranleck war der Name. Vergesst ihn immer. Upgraden. Das hier bauen. Ja, ich kann mit der jetzt kurz mal hier drin stehen bleiben. Die regeneriert hier gerade eben zufriedenstellend. Wobei, es wahrscheinlich mehr bringen, sie noch immer Schiefer zu packen. Von dort aus ist sie flexibler in andere, verschiedenste Richtungen. Oh, warte mal. Was kriegen wir denn da, Schönes? Grausige Fracht. Heulendes Banner, Truhen voller Karten. Oh, ja. Ich weiß halt nicht auswendig, was da immer rauskommen kann. Ich weiß, dass es immer wieder dasselbe ist, aber ich kann es mir nicht merken. Wer ist denn das? Schon wieder so ein Pappnasenverein. Der meint, er könnte frech werden. Na komm, also die bolzen wir doch nochmal schnell mal weg, oder? Na, so sehe ich das zumindest. Vor allem hier in so einer engen Stelle. Halleluja. Okay, wir sind diejenigen, die angreifen. Das ist das Ärgerliche. Aber trotzdem, also das müsste eigentlich hinhauen. Muss ich bloß hier meine Repetier-Speerschleudern hier gut aufstellen. Aufstellung starten. Zack, hier aufgestellt. Wie weit können die schießen? Perfekt. Die stelle ich dann einfach eiskalt davor als Nummer 1. Die Mädels direkt so dahinter als Nummer 2. Die sollen nicht wegrennen, die sollen stehen bleiben. Euch hier auf die Flanke als 3 und euch hier auf die Flanke als 4. Und dann werdet ihr gemeinsam jetzt hier mit denen hier vorrücken. So, der Drache kommt auch schon. Der geht auch hier so ein bisschen vor. Geht vor. So, ihr zwei müsst so schnell wie möglich dahin und ihr zwei müsst so schnell wie möglich dahin. Ihr müsst so schnell wie möglich dahin und ihr müsst so schnell wie möglich dahin. Und die Girlies schicke ich auch nochmal ein bisschen vor. Den schicke ich hier gleich schon mal hin, der soll schon mal ein bisschen hier spucken. Das hat den zugesetzt, das ist sehr gut. Dreht euch ein. Die schießen, sehr gut. Was war das um Gottes Willen? Viel zu laute Magie. Weil muss ich da auch näher ran. Aber ihr seht, was passiert. Es passiert genau das, was ich gesagt habe. Aber wisst ihr was? Komm, erstmal da noch drauf. Ready. Isha, guide me. Ja. So, die Frage quasi, wie viele wir töten. Das ist die letzte Frage, die hier bleibt. So, die Mädels bleiben hier stehen. Du, meine Gute, kriegst hier noch meine Heilung. Da kommt schon wieder so ein Scheiß an.
Ja, die Armee ist besiegt. Ich sag doch, das ist schnell passiert. Okay, meine lieben Freunde, das war's dann von dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal schöne Zeit. Tschüssi und Ade. Ja, ja, immer diese Ladebildschirme. Aber ihr seht, wir haben gerade mal 121 Mann verloren. We are triumphant. Fallen um. Lol. Okay, also, in dem Sinne. Na, jetzt Alariel the Everqueen. Tschüss. We shall march, my loyal subjects.